So, willkommen heute zum Video, meine Freunde. Und da sind wir auch heute. Heute geht's nach Bulgarien. Wird wahrscheinlich ein bisschen lang werden heute das Video, aber ich schaue erstmal. Heute, wie gesagt, wie angekündigt, geht's Richtung Balkan, den ich euch heute unbedingt zeigen möchte. Und mal sehen. Also, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt ein tolles Wochenende. Ich nehme das Video hier am Samstagabend auf. Wahrscheinlich wird es dann der Sonntagmorgen werden. Oder auch der Sonntagnachmittag. Spätestens Sonntagnachmittag. Sollte dann auch dieses Video on YouTube zu sehen sein. So. Meine Güte, was ist das denn hier für ein Verkehr, ey? Das gibt's doch nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jawohl. So, Leute, ich sehe jetzt die letzten paar Tage, wo ich auch nebenbei Videos aufnehme zu Eurotruck, dass die so nicht gerne gesehen werden. Ist leider schade. Aber bin, wie gesagt, ich bin gerne auf Unterstützung offen und ich bin auch, würde mich auch für jede Unterstützung freuen. So, einmal hier runter. Und jetzt, ja, das ist nicht so ganz einfach. Aber ich wollte euch unbedingt mal den Balkan zeigen. So, übrigens den Discord-Kanal, den verlinke ich euch auch unten in dem Bereich, in den Beschreibungsbereich. Und schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Video findet, wie ihr die Videos bis jetzt fandet, damit ich auch einen Anknüpfungspunkt habe, was ich verbessern kann und sollte und was ihr gerne sehen wollt. Schreibt auch gerne eure Tipps rein. So, wie angekündigt, heute nach in den Balkan, in den südlicheren Bereich des Balkans. Ihr wisst es ja vielleicht, der Westbalkan ist ja der nächste DLC, der jetzt demnächst auf dem Markt sein wird. Und die Bilder, die ich dazu gesehen habe, ist auch gar nicht mal so schlecht. Es soll einiges Neues kommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Die Frage ist halt, wann wird es erscheinen? Ne? Weil da hat sich bis jetzt SCS nicht so angekündigt. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange warten lässt. Weil das ist schon eine lange Ersehnung, gerade in der Balkan-Community, die lange auf dieses Spiel gewartet haben. Also habe ich denn hier so. Ja, wieder mein Tempomat. Und dann ist ja Balkan außer Griechenland und außer Griechenland ist schon mal komplett. Was sie jetzt in dem Westbalkan nochmal in das Spiel integriert werden soll, sind ja Staaten wie Slowenien, Kroatien, soweit ich weiß, Serbien, Bosnien-Herzegowina. Und Nordmazedonien und Albanien. Und Montenegro. So, dann hat man ja sozusagen den Westbalkan komplett abgedeckt. Ja, dann fehlt nur noch der südlichste Teil von des Balkans und das ist Griechenland. Ich bin gespannt, wie sie das lösen werden. Weil Griechenland wollten sie jetzt nicht in dieses DLC mit reinholen. Warum auch immer. Warum auch immer.
Aber naja. So. Ja, so. Wie geht's euch überhaupt? Ich hoffe, euch geht's super. Jetzt machen wir hier die. Wo geht's jetzt hin? Wahrscheinlich Richtung Budapest. Nee, Richtung Szeged. Genau. Und von da aus geht's dann Richtung Rumänien. Und ja. Da sieht man so dieses Basisspiel noch. Das ist, die Straßen sind sehr standardisiert, was ich ja auch im letzten Video meinte. Und ziemlich langweilig, muss man sagen, weil ja alles gleich ist. Sieht ja alles genauso aus. Ne? Aber das soll sich jetzt alles ändern. Soll ja alles besser werden. So, hier abbiegen. Und ja, dann werden auch Staaten bzw. die Länder, die in den DLCs hier dann integriert werden in das Spiel, auch noch mal eine ganz eigenständige Art bekommen. Ne? Das ist ja das Ziel. So, wir bleiben am besten hier. Dass SCS auch versucht, Strecken so zu konstruieren, dass allein das diesem Land gehört. So. Ne? Und auch jetzt gleich im Balkan gibt es da auch noch einiges. Vielleicht ein kleiner Spoiler, da werdet ihr auch vieles sehen, was vielleicht so im Basisspielen oder in den anderen Ländern nicht gibt, nicht gibt oder nicht existiert. Ja. Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, dass der Westbalkan ein sehr, sehr ein tolles DLC sein wird. Wie gesagt, was ich da alles gesehen habe, ist der Kracher. Ich hoffe, ihr habt dann auch beziehungsweise ihr habt dann auch euren Spaß dann. Ich werde es höchstwahrscheinlich mir dann auch kaufen. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich ja ursprünglich das Spiel ja aus einem ganz anderen Zweck spiele. Und wahrscheinlich gibt es den einen oder den anderen, die spielen das Spiel aus einem ganz simplen Grund, nämlich LKW fahren. Was auch richtig ist, ne? Ich will mich jetzt natürlich auch nicht wiederholen. Das soll jetzt auch nicht der Fall sein, dass ihr euch hier die ganze Zeit nur auf einem Thema, dass ich hier um einem Thema rumhacke und ihr euch hier langweilt. Meine Güte, was ist das denn hier, ey? So, du wartest erstmal. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Das ist der Scania. Krasses Ding, ne? Ich bin Scania-Fan. Ich weiß nicht, was ihr oder wie gibt es einige von euch, die andere Marken in diesem Spiel mögen oder welche LKW mögt ihr? Das würde mich auch mal interessieren. Gibt es einige von euch, die sich für andere LKW-Marken interessieren? Wenn ja, welche? Weil ich den Scania auch vom optischen her sehr schön finde, muss ich sagen. Ich habe jetzt rot genommen, weil ihr seht es in der Innenarchitektur beziehungsweise im Cockpitbereich habe ich auch noch ein bisschen rot. Es einfach passt. Deswegen habe ich mich für rot entschieden. Ich habe das auch im Schwarz gespielt und das ist eine tolle Farbe. Rot sieht ein bisschen sportlich aus.
Und ja, deswegen habe ich es auch. So, hier können wir ruhig mal 70 fahren. Genau. Die Polizei. Ja, wir sind sehr artig. Ach ja, die Zug. Ja. Einfach rüberbrettern. Ups. Ist auch manchmal meine Art, dass ich dann auch mal so sehr wild fahre. Ach du. Okay. Wir müssen geradeaus weiter. Ab hier kommt man nicht weiter. Ab hier auch nicht. Haben sie das neu installiert hier? Oder was? So, jetzt machen wir hier den kleinen Mann aus dem Balkan. Dass man hier einfach mitten auf die Straße reinfährt und so tut, dass man eigentlich... Ja, sollte man nicht, ne? Alles, was hier passiert, sollte man im reellen Leben am besten vermeiden. Ansonsten landet man ganz schnell woanders, wo man nicht sein möchte. Aber ja. So. Ich habe so meine, vielleicht fragt sich der eine oder der andere. Ich habe immer so meine Kameratasten und das sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 oben in der Tastatur. Und wenn ich da dann auf 1 oder auf 2 drücke, dann bin ich hier, das ist 2 und das ist 1. Und wenn ich jetzt 3 nehme, baue ich auf jeden Fall einen Unfall. Oder auch nicht. So sieht es dann aus, wenn ich von oben fahre. Aber... Da habe ich nicht viel von, weil ich muss ja die Strecke sehen. So. Ja, ne? Da sieht man Going East, was... noch vom Going East ist und es ist alles genauso ähnlich. Also es ist alles dasselbe. So. Ja, man sieht ja auch, man hört sich vielleicht, hört es vielleicht auch, der Tempomat, der arbeitet natürlich ganz gut. Der Adaptive Cruise Control auch. Also, da sieht man ganz klar, es ist sehr praktisch, wie gesagt, aber für diejenigen unter euch, die vielleicht mit einem Lenkrad spielen, denen würde ich das nicht raten. Weil man permanent dann irgendwie abgebremst wird, obwohl man das nicht möchte. Ne? Aber also Spieler wie ich, wie mich zum Beispiel, fahren wir geradeaus. Lass mal geradeaus fahren. Ich will jetzt mal gucken, dass ich hier. Wie kriege ich? Oder auch nicht. War nicht klug von mir. Alles gut. Ich kann es mir leisten, Mann. Kann es mir leisten. Nee, ist nur eine. Ist nur eine. Und das ist die Stadt Szeged. Liegt im südlichen Ungarn. Bin jetzt mal gespannt. Gibt es unter euch welche, die den Open Beta gespielt haben und da auch rüber schon erste Eindrücke gesammelt haben? Da wollte ich nicht hin. Ach du Kacke. Bro. Warte mal. Ach so, scheiße. Das habe ich nie gemacht. Da habe ich wieder einmal nicht aufgepasst, ey. Das
passiert mir oft, dass ich hier nicht aufpasse. So, hier muss ich abbiegen. Meine Güte. Egal. Das ist auch so eine enge Straße jetzt wieder, ne? Aber gut. Ja, Spaß beiseite. Nee, habe ich nicht aufgepasst. Über den Open Beta. Gibt es da unter euch welche, die da eine Arbeitsagentur, die eventuell Eindrücke gesammelt haben und mir zum Beispiel sagen können, wie, ob es gelungen ist oder nicht gelungen ist? So, warte mal hier. So, da können wir auch fahren. Ihr seht, es ist 800 Kilometer circa, müssen wir noch fahren. Das ist eine Strecke. Ob, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Jetzt lass es einfach so stehen. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte den kleinen Bildschirm da unten rausnehmen. Jetzt habe ich den wieder drinne. Dumm. Dumm. Okay. So. Es geht weiter. So, ich hoffe jetzt, dass die Polizei nicht hinter mir her ist. Da sind wir wieder in den Landstraßen von Ungarn und wir wollen eigentlich nur nach Rumänien. Das war mal früher so im Balkan, dass man sehr viele Landstraßen hatte und so gut wie gar keine Autobahnen. Inzwischen ist aber da auch viel gebaut worden, was ich da mitbekommen habe. Die Anbindungen sind alle besser und auch einfacher geworden. Also es hat sich viel passiert, es hat sich natürlich viel getan auf dem Balkan. Ja, Ungarn ist zwar inzwischen EU-Mitglied und auch einige andere, Kroatien ist EU-Mitglied, Rumänien ist EU-Mitglied und aber auch Bulgarien, die Türkei noch nicht. Aber Serbien war immer so ein Vorbildstaat. Das ehemalige Jugoslawien hat da auch eine Autobahnanbindung gehabt. Also man hat halt die Möglichkeit gehabt, von Österreich bis nach Griechenland zu fahren, ohne dass man da irgendwie abbiegen muss oder sonst was. Man war permanent auf der Autobahn. Und jetzt hat man das alles natürlich so gut ausgebaut, dass man das man gar nichts mehr von dem alten Jugoslawien oder von dem alten Balkan noch sieht. Ne? So, hier müssen wir gleich abbiegen. Richtung Nagilak. Und ihr seht hier auch, ne, was. Jetzt hat sich da die Straße verändert. Die ist viel, viel schöner geworden. Viel schöner geworden, ja. Ne? So. Auf die Autobahn. Komm mal. Bro, komm. Ja. Ja, manchmal ist das KI immer, ist die KI immer so ein bisschen schwierig. Ne? Man weiß nie genau, was es tut manchmal. So. Ah, wir können da schon
Band Richtung Rumänien. Jetzt sind wir. Man sieht auch, wie schnell sich irgendwie was, wie sich die Optik im Spiel verändert hat. Die Strecke hat sich verändert. So, und hier sind wir schon an der Grenze. Für mich heißt es hier abbiegen. Lange nicht mehr hier gewesen. Auch ich im Spiel nicht. So, was ich muss, wo muss ich was vorzeigen? Also kann ich auch hier hinfahren, ne? Sehr gut. Dann nehmen wir doch mal den. Doch, ich kann noch. Sehr gut. So. Jo, Grenzkontrolle. So, da hat dann die Polizei, die Zollpolizei erstmal meine Papiere durchschaut. Und jetzt komm, zu Fahrzeug überprüfen, bitte eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Das machen wir gerne. Wenn du das so möchtest, machen wir das gerne. So. Und diese Grenzübergänge, die wurden dann das erste Mal in Russland, also mit der, ich nehme jetzt einfach die hier. So. Muss ich warten? Nein, ne? 39 Tonnen. Tonnen. Na denn, 39 Tonnen habe ich. Gut. Wir nehmen jetzt die Abkürzung. Ist auch egal. So, langsam wird's. Ja, man sieht so viel wieder, ne? Der Tempomat, der hat's in sich. So. Willkommen in Rumänien. Wir haben aber noch eine lange Fahrt vor uns. Und ich bin jetzt mal gespannt, was ich ja noch kenne und was ich nicht mehr kenne. Ah, Astrein. Das kam dann mit Road to Black Sea DLC, wurde Rumänien, Bulgarien und der europäische Teil der Türkei in das Spiel integriert. Und ja. Können aber ein bisschen schneller fahren. Ich sehe gerade, dass ich auch 100 fahren darf. Das hat man aber auch nur in Rumänien. Ansonsten, in Deutschland ist ja, dürfen LKWs ja maximal eine Geschwindigkeit von 80 haben. Du wirst reinfahren. Ja, ich weiß, ich kenne dich. So, und jetzt regnet's. Upp. Entschuldigt nicht. So. Im schönen Regen geht's nach Bulgarien. Oder geht's nach Bulgarien. Schreib. Gibt's unter wie lange spielt ihr denn das Spiel? Das würde das ist auch mal eine gute Frage. Gibt's unter euch einige, die das Spiel schon von Anfang an spielen oder auch den ersten Teil schon gespielt haben? Oder wie auch immer, oder seid ihr auch oder seid ihr spät Zünder, habt das Spiel sehr spät entdeckt?
Könnt ihr gerne mal berichten. Weil es gibt auch einige, die dann sehr, sehr spät das Spiel für sich entdeckt haben, weil es ja inzwischen ja nicht nur das reine LKW-Fahren ist, sondern man hat mehr, man kriegt mehr zu sehen. Daher schreibt es gerne in den Kommentaren, berichtet gerne, wie es für euch war, als ihr das Spiel oder wann ihr da seit wann ihr das Spiel spielt und so, warum ihr das Spiel spielt. Auf die Frage warte ich noch Antworten. So, jetzt wird es auch langsam dunkel. Übrigens, die Kleine, ja, wie wollen wir die nennen? Habt ihr Namensvorschläge? Ich möchte euch gerne in meiner Entscheidung teilhaben lassen. Schreibt es gerne. Auch, wie gesagt, den Discord-Kanal, den habe ich auch jetzt errichtet. Wie gesagt, das ist keine große Arbeit gewesen. Es ist mir völlig aus den Augen gegangen. Da könnt ihr auch gerne eure Eindrücke, könnt auch gerne mal welche führen oder auch miteinander kommunizieren. Schauen, wie wir da Multiplayer, weiß ich noch nicht. Ob das jetzt so in naher Zukunft machbar ist. So, jetzt muss ich hier langsamer werden. So, jetzt sind wir nämlich wirklich im Balkan. Das zeige ich euch auch gleich warum. Weil, ihr seht, links und rechts sind keine sogenannten Straßenkatzen. Kennt ihr, oder diese Strecken... Katzen oder Katzenaugen, genau, Katzenaugen heißen die. Die haben sie, hat man hier nicht im Spiel drin. Und es ist wahr, es ist wirklich so, im Balkan gibt es das auch nicht so oft. Also nur jetzt in den moderneren Straßen und mit der Integration in den europäischen Raum mussten sich diese Länder, also Rumänien und Bulgarien, diese Katzenaugen anschaffen. Weil das ja eine Pflicht ist hier in Europa, in der EU. Und das hat man hier nicht. Und das haben sie auch hier im Spiel nicht drin. Das finde ich ganz gut. Ah, da sieht man hier, ne? Typisch Balkan. Aber der Typ, der arbeitet immer noch. Respekt. Um 22 Uhr am Arbeiten. So, die Polizei. Ja, ja. Oder auch nicht. Das war keine... So. So, und da muss man halt immer aufpassen. Da muss ich auch oft mal die Fernbeleuchtung anmachen, damit ich hier überhaupt ordnungsmäßig oder beziehungsweise unfallfrei durchkomme. Ich muss nebenbei noch darauf achten, dass der Gegenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Und... Also auch meine persönliche Erfahrung mit der Tastatur habe ich es bis jetzt nie geschafft, durch diese Gegend hier, durch Rumänien, unfallfrei durchzukommen. Ich habe immer irgendwo einen Unfall gemacht. Immer. Das war immer so ein... Bäh. Ne? Und es hat... ja, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen langsamer so. Und es war immer so, dass ich... immer einen Unfall gebaut habe, entweder habe ich etwas übersehen oder ich habe die den vorderen Wagen nicht gut einschätzen können, dass er bremsen wird, oder ich war wirklich zu schnell. Oft war es aber wirklich so, dass ich zu schnell war. Weil ich, ja, manchmal hat man es dann eilig und dann will man da irgendwie schneller vorbeikommen, schneller durchkommen und plötzlich hat man dann irgendwie einen Unfall. Bam.
So. Ja, einige kleine Gegenden im Balkan-DLC, wo es beleuchtet ist. Wo man auch eine Straßenbeleuchtung hat. Ja. Kein Kommentar. Aber es ist ja das Schöne an dem Spiel, ne? Dass es halt realistischer wird und dass die Entwickler auch daran arbeiten, dass es so wird. Ansonsten, man sieht's, ne? Also wenn ich jetzt mal die Beleuchtung ausmache, ich wüsste ja wirklich nicht, wohin mit mir. So, einfach mal die Fernbeleuchtung an. Aber hier sieht man auch ganz klar, wir sind wirklich im Balkan. Astrein. Was ich nur mitbekommen habe, ist, dass die das SCS sogar in dem Projekt einen mit ins Boot geholt haben, der selber aus dem Raum kommt oder die selber aus den Räumen kommen. Also die haben da Projekt. Ups, so, hier muss ich mal abbremsen. Gerade hier, also in dem Projekt haben sie sich wohl einige Einheimische aus den Gegenden geholt, damit die genauer sagen können, was in den Regionen, was in den Ländern so los ist. Was haben die da für Straßen? Wie ist da die Verkehr? Wie ist da der Verkehr? Und das haben sie auch gut gemacht, finde ich, dass man die auch mit ins Boot geholt hat, damit die genauere Details nennen können, weil so ein Spiel rausbringen ist ja nicht schwer, aber die Frage ist, oder beziehungsweise was hat SCS vor, ne? Wenn SCS jetzt das Ziel hat, die Strecken so zu konstruieren im Spiel, so zu entwickeln im Spiel, dass die sehr realistisch sind, dann ist es immer gut, derartige Menschen ins Boot zu holen, weil die halt alles besser wissen. Ne? Man kann nicht alles aus Prag managen oder von ausgehen. Es ist immer besser, jemanden in einem Boot zu holen. So, man sieht es auch, diese kurvigen Straßen, die einem so wirklich auf den Sack gehen. wo ich selber auch abbremsen muss. So. Ich glaube am besten, wir machen das mal so, dass ich hier den Tempomat mal einfach rauslasse und einfach auf die Tasten schlage. Ja. Ne? Weil das ist halt Fernlicht. Ich sehe wirklich nichts. Was ist das hier für ein Regen, ey? Wann hört der auf? So. Nachts durch Rumänien. Ja, gut, auch das gibt's, ne? Balkan nachts. Ich glaube, die werden mich nicht mögen dafür. Die Volkspolizei. Die Volkspolizei. Das war ja die alte Bezeichnung der DDR-Polizei. Die hießen früher Volkspolizisten. Ein Aussichtspunkt wurde entdeckt. Okay. Also nachts werde ich da wahrscheinlich nicht viel sehen. Ich glaube nicht, dass wir da Spaß dran haben werden, weil wir nichts zu sehen kriegen werden. Aber ich halte es im Auge, beziehungsweise ich dass man das sich auf jeden Fall mal geben sollte, auch mal angucken sollte.
Übrigens hier, wir sind hier. Ah. Ob, ob. Nein, 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 nein. So schnell um die Kurve. Entschuldige mich. Entschuldige mich bitte dafür. Da war ich zu voreilig. Nee. Da mal. Ich glaube, ich bleib dabei. LKW-Tourist, okay. So. Weiter Richtung Bulgarien. Ist mir egal. Dann sagt bitte der rumänischen Regierung, sie sollen bitte Straßen bauen, die man auch gut passieren kann. So, ach, da ist jemand. Wer weiß, ob diese Straßen, die gibt es hier heute wirklich, ob diese Straßen nicht früher oder später auch zur Autobahn werden. Das haben sie im Balkan angeführt. Es gibt sehr viele Landstraßen, die dann zu Autobahnen umgewandelt wurden, weil es günstiger ist. Ups. Das haben sie, soweit ich weiß, aber auch in Tschechien gemacht. Wenn ich will, ich will mich aber nicht festlegen. Ich weiß es nämlich nicht. Weil die nochmal genau dasselbe Problem hatten. Auch wieder im Rahmen der EU-Integration mussten sie ihre Strecken erweitern und modernisieren. So, tut mir leid, fahr gerne mit Fernbeleuchtung. Ja, Spaß muss sein. Spaß muss sein. Nachts durch Rumänien. Ihr kennt es ja vielleicht auch, die Geschichte von Dracula. Die hat es auch hier gegeben. Hat auch eine historische also eine Vergangenheit. Die wurde jetzt nicht einfach so erfunden. Man hat eine Figur dafür ausgenutzt und es ist dann zu einem Horrorfigur geworden. Eine historische Figur, und das stammt aus Rumänien. Die Figur stammt aus Rumänien. Nämlich über den Herzog der Walachei. Deswegen sagt man ja auch, der Dracula lebt in Walachei, und das ist richtig. Weil er selber auch dort gelebt hat. Es gibt sogar auch einen Palast in Rumänien, wo er gelebt hat, und auch die sieht nicht gerade sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also schön, nicht sehr schön, auch in Anführungszeichen gesetzt, weil es so verdeckt in den Wäldern und auch ein bisschen in den Hügeln liegt. Und Walachei ist ja sehr bergig, also sehr ist eine Gebirgenlandschaft, und das muss man auch sagen, nee. Ob das wirklich Spaß macht, dort zu leben, als Mensch, ihm hat es wohl gefallen. Und das reicht auch. Und der soll ja ein sehr interessanter Mensch gewesen sein. Interessant in Anführungszeichen gestellt, weil er mit seinen Feinden nicht sehr... Der ist nicht mal inhuman mit denen umgegangen. Der ist wirklich mit denen sehr schrecklich umgegangen, weil er ja Pfähle aufgestellt haben. Es gibt sogar auch vieles, was erzählt wird, viele Gerüchte, die über ihn erzählt werden. Eins davon ist zum Beispiel, dass er den Blut seiner Feinde getrunken hätte.
interessante Legenden. Aber ja, deswegen muss man sich nicht wundern, dass dann der Herr, der Herzog der Walachei dann auch als Dracula in die Geschichte in der heutigen Zeit existiert oder belebt oder beziehungsweise ja weiterbelebt wird. Ja, so. Iowa. Immer diese, ja, diese kurvigen Strecken hier in diesem DLC, ne? Und wenn man dann wirklich dann mit der Tastatur fährt, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil die Strecken sind sehr, ja, ich will mich nicht dazu äußern. So. Ja klar, 80 fahren wir und danach muss ich wieder abbremsen. Lohnt sich nicht. Ja, ich weiß. Man sieht ja auch die Reaktion der Autofahrer, wenn man mit Fernbeleuchtung denen entgegenkommt, das ist, dass die dann halt ihre Lichthupe betätigen, um mir anzudeuten, dass ich mit der Fernbeleuchtung komme. Ist üblich. So. Ich muss hier wohl gleich abbiegen. Wir sind in Craiova, auch eine wichtige Stadt in Rumänien. Lass mich mal gleich bitte. So. Damit wir hier ein bisschen mehr sehen können. Ja. Man sieht ja auch diese Gelbbeleuchtungen, ne? Kein LED-Beleuchtung, das sind alles Gelbbeleuchtungen, die, das sind alles Halogenlampen. Oder Halogenbeleuchtungen. Die kennen das noch nicht. Die kennen das noch nicht. Aber, ja, Mensch, alles, was wir auch nur erzählen, es soll auch ein bisschen witzig sein. Das soll jetzt hier nicht bedeuten, dass die Rumänen nichts können, um Gottes Willen. Aber, nee, worauf ich da andeuten möchte, ist, das ist ja Balkan und im Balkan ist es noch so. Und wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben, als sie dieses Spiel hier entwickelt haben. Das haben sie sehr gut gemacht. So. So. Du willst hier abbiegen oder was? Boah, was ist das denn für eine Kolonne? Seht ihr das? Meine Güte. Übrigens, apropos Hupe, da gibt es auch einen sehr schönen Mod. Den kann ich euch auch mal vorstellen. Dann. So. Ich bin jetzt mal sehr frech. Man merkt ja, der Tempomat, der Adaptive Cruise Control, der arbeitet da schon. Der arbeitet schon. Der ist da sehr gut dabei. So. Ich hoffe, dass das Video nicht allzu lang wird. Ich glaube, dass es zu lange sein wird. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir dabei. Dass es zu lang wird oder zu wurde und dass ihr euch nicht allzu lange gelangweilt habt. So, manchmal ist die deutsche Sprache nicht manchmal sogar sehr oft ist die deutsche Sprache eine sehr schwierige Sprache,
Oft muss man gucken, dass man die Aussprache da behält. So. Hier darf ich ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, das können wir uns hier auch leisten. Um 8 sollen wir da sein. Da sieht man wieder so eine alte Ostbrücke mit so einer Konstruktion. Die hat man früher im Osten oft genutzt. Also mit Osten meine ich. Ups. Entschuldige ich mich. 1420 Euro für eine Geschwindigkeitsübersch. Bin ich so schnell gewesen oder was? Früher hat man derartige Brücken auch genutzt. Ja, das war so ein Symbol, ne? Oder ob das ein Symbol war, ja, war vielleicht bestimmt ein Symbol, aber es war vielleicht auch ein bisschen, also hat es auch daran gelegen, dass diese Länder ja nun mal nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, diese neue, modernere Brücken zu errichten. Ne? Das kann vielleicht auch daran gelegen haben, weiß ich auch nicht. Lass sie selber auch mal gucken. So. Und man sieht ja auch in diesem DLC, dass es sehr viele kleine Städte oder auch Örtchen existieren, dass man quasi gezwungen wird, immer wieder abzubremsen. Aber so ist es auch, wie gesagt, im Balkan, dass man weil man ja noch gar nicht so viele Autobahnen hat oder so viele Umgehungsstraßen besitzt, verfügt, dass man dann halt in die Städte oder durch die Städte passieren muss, damit man weiterkommt. Das ist ganz typisch noch. Ja, kommt sie mal an hier. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Scania, da bin ich überhaupt nicht sparsam. Ich habe den Scania V8. Wie gesagt, weil ich den mag. Ich mag den Scania sehr. Und daher habe ich mich für den entschieden. World of Trucks. Übrigens, ich habe auch so einen Account, also vielleicht gibt es den einen oder den anderen, der denkt hier, Mensch, dein Kennzeichen, der ist ja noch irgendwie vom Spiel. Nee, ich habe auch einen. Nur ich melde mich nicht immer an. Aber sollte ich demnächst mal machen, gut, dass mir das jetzt auch einfällt. Ich hoffe, und das schreibe ich mir auch gleich am besten mal auf, dass ich das nicht vergesse. Beim nächsten Mal vielleicht auch noch mal so zu sehen. So, ja. Da sind wir auch hier wieder Pitești oder Pitești heißt die Stadt. Ja, da sind wir wieder. Da hat man so eine. Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Dann hat man so eine Strecke innerhalb des Ortes. Das ist sozusagen die Hauptstrecke, ja? Mit der fährt man ein und aus, fährt man in die Stadt hinein oder aus der Stadt ra hinaus. So. So. Meine Güte, was ist das für ein Regen? Was ist das für ein Regen? Wir müssen auch immer noch Richtung Bukarest fahren, weil von da aus dann geht es Richtung Bulgarien. Und wir haben noch 230 Kilometer vor uns. Noch 230 Kilometer vor uns.
Ja, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Ich werde es jetzt auch ein bisschen schneller machen. Übrigens, ihr habt vielleicht die ersten Videos, wenn ihr die gesehen habt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Videoqualität nicht so gut ist. Dafür erstmal ein dickes, also große Entschuldigung. Eine dicke Entschuldigung, weil ich nochmal, also ich bin ja noch ganz am Anfang des Videoschneidens und der Videoaufnahme. Ich kenne es noch nicht so gut, aber ich habe es endlich begriffen. Ich weiß auch, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Oder wie man hier die Lautstärken einstellt. Zum Beispiel sind diese Videos auch ohne Mikrofon aufgenommen. Im Hintergrund habe ich ein bisschen Musik noch mal ein bisschen Musik im Hintergrund, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich kein Vergleich, denke ich. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass es besser wird. Und Videos schneiden oder sich selber so mit der Thematik Technik zu beschäftigen. Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung, die ich so in den letzten Wochen gemacht habe, weil ist auch etwas, was mir einfach so entgangen ist im Leben. Manchmal muss man auch sagen, wir Menschen neigen oft dazu, sehr minimalistisch zu sein, dass man zum Beispiel so nur sich mit den Themen beschäftigt, die uns auch betreffen, die wir im Alltag erleben, die wir unserer Jugendzeit für uns entdeckt haben, aber so ganz andere Themen irgendwie ja gar nicht mit ins Boot holen, weil es ja für uns, ja gerade für uns ja unwichtig ist. Ne? Aber ich denke, es ist auf jeden Fall, es gibt hier viel, viel, was man sehen kann. Und was man lernen, nicht sehen und lernen kann, also auch lernen kann gerade, weil ich finde, jetzt, also wer sich auch zum Beispiel mit Programmieren so beschäftigt, das sind ja auch keine Menschen, die so im Morgengrauen in Bukarest. So, und was die da teilweise für Dinge für Sachen erschaffen, sage ich jetzt mal. Also Programmieren, wer das kann, Hut ab. Und das sind auch die Leute, die... Mensch, das war nicht nett. Hätte auch warten können. Das ist wirklich eine Sache, da muss man, da würde ich wahrscheinlich nur blöd daneben sitzen und nur ahnungslos oder auch ahnungslos daneben sitzen und mich fragen, was er da gerade macht. Ich habe es mal gesehen durch einen Freund, der selber programmiert und was der da für eine Arbeit steckt. Das ist schon ein Ding. Das ist wirklich wirklich krass, was er da macht. Und was er da alles machen kann. Er hat mir zum Beispiel mal gezeigt, wenn er gibt ja Befehle ein und diese Befehle, die müssen ja auch, ja, die haben ja auch einen Sinn. Ne? Das ist ja eine Sprache. So, ich glaube, hier können wir ein bisschen schneller fahren. Und deshalb macht er auch gut. Da hat er mir zum Beispiel gezeigt, wenn man so einen Zurückbutton, wie man so einen Zurückbutton programmiert. Da dachte mir jetzt, für so einen Button hast du so viele Befehle eingegeben. Und er meinte genau ja. Weil er so ist. So. Weil er so ist, hat er gesagt. Da kommt man nicht drum weg. So, hier mal einen kleinen Ausschnitt von Rumänien oder von Bukarest. Im Morgen. Man sieht auch diese kleinen Dörfer, ne? Das sind so wirklich Balkanhäuser hier.
Es war knapp übrigens. Und richtig schön. So. Jojo, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Meine Güte, der eine LKW nach dem anderen. So, jetzt fahre ich hier. Du kannst warten. Warte. Sehr gut. Sehr gut. Danke dir übrigens. So, und ja, das ist schon nur eigene Sprache. Die muss man erstmal lernen, die muss man verstehen. Ne? So ein Menschen wie mich, der sich damit nie beschäftigt hat, der guckt nur blöd und sitzt da nur ahnungslos und denkt sich nur, was macht er da die ganze Zeit? Aber es ist auch ein Hobby, sagt er. Es ist nicht nur etwas, es ist nicht nur sein Job, sondern er sagt, dass er das auch gerne zu Hause in seinem Laptop oder an seinem Computer von seinem Rechner machen könnte. Machen nicht könnte, sondern macht sogar. Und sagt selber, ne? Hobby. Das ist nicht nur meine Arbeit, das ist auch mein Hobby. Er beschäftige sich damit. Wo lang geht's jetzt? Ich bleib mal jetzt hinter dem hier. So, es regnet ja nicht mehr, ne? So. Gleich sind wir, glaube ich, an der Grenze, so wie ich das sehe. So, willkommen. Das ist Bukarest. Hier. Die Hauptstadt von Rumänien. Soll auch eine sehr schöne Stadt sein. Bukarest. Ups, ja. Siehste. Ihr fährt selber so wie die Wilden. Und wenn ich das einmal tue, dann seid ihr gleich beleidigt hier. Was soll das? Oder auch hier die Straßen, Kennzeichnung. Seht ihr das? An der Straßenrand. Auch typisch Balkan. Kann ich euch auch sagen. Das ist auch typisch Balkan. So, was kommt jetzt hier? So. Jetzt kommt die Grenzüberquerung. Ich muss hier lang. Du willst also doch noch hier bleiben. Na gut. Ich muss jetzt die Grenze überqueren hier. So. Welchen Toren denn? Ich nehme jetzt einfach eine Grenze. Ups. Ich muss jetzt mal gucken, welche Tore. Ich sehe da was. Ach so, hier wird nochmal, glaube ich, Gewicht nochmal geguckt. Oder? Ja. Mein Gesamtgewicht beträgt 39 Kilo. Oder Kilo. Kilo ist gut. Aber es sind leider Tonnen. So. Jetzt hier nochmal. Komm. Da ist ja auch keiner.
So, da kommen wir dann hier. Und hier dürfen wir nur 40 fahren. Warum? So, jetzt haben wir die Grenze hier. Die sehr bekannte Brücke zwischen Giorgio und Russe, soweit ich weiß, Russ oder wie die Stadt ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Wenn es unter euch Bulgaren gibt und Rumänen, die mir diese Städte gut richtig betonen können, sehr gerne. Und das unter uns hier ist die Donau. Nämlich Rumänien und Bulgarien werden von der Donau geteilt oder so, ne? So, krass. Bulgaria oder Bulgari. So, da wären wir dann auch in Bulgarien. So. Heftig. Ja, Balkanentdecker bin ich, das weiß ich. Den Aussichtspunkt, den nehmen wir gleich mit. Den will ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Weil es auch mal sehr spannend ist zu sehen, was SCS noch an was SCS auch arbeitet. Ich sagte ja, es ist ja nicht nur dieses typische LKW-Fahren, sondern auch dieses Zusatzanbieten von so. Röntgenkontrolle. Ja. Das nehmen wir jetzt erstmal mit und danach überqueren wir die Grenze. Danach denke ich, wird's. Wie, Autobahngebühr oder was? Das will ich euch mal zeigen. Das ist die Freundschaftsbrücke zwischen Giorgio und Russe. Wie es ausgesprochen wird, wie gesagt, liebe rumänischen und bulgarischen Freunde, ich bin da gerne bereit, des Besseren belehrt zu werden. Ich weiß es nicht, aber 52 und 44, haben das eine Bedeutung oder wahrscheinlich wurde dort dann die Brücke errichtet? Und Freundschaftsbrücke kann ich mir denken, warum es Freundschaftsbrücke heißt, weil die zwei Länder sich auch im 19. und 20. Jahrhundert oft in Konflikten waren. Auch im auch in den Kriegen haben sie mitgezogen. Soweit ich weiß, im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren beide Teil des Krieges. So. Oh, das sieht sehr schön aus, ey. Das sieht klasse aus. So. Dann haben wir auch nicht mehr lange, glaube ich. Ich habe immer Angst, liebe Leute. Das ist wirklich meine Angst. Ich habe, dass es dann allzu lang wird. So, da sind wir auch gleich. Na? Mein Bester am Arbeiten, ne? Jetzt mal eine Millionen-Quiz-Frage. Eine Millionen-Euro-Quiz-Frage. Warum hat man zwischen Rumänien und Bulgarien noch einen Grenzübergang? Beziehungsweise, warum muss man da nochmal Papiere vorlegen, obwohl doch beide Staaten EU-Mitglied sind? Die Frage, die Antwort bitte auch im Kommentarbereich. Ich bin gespannt, was ich da zu lesen kriege. Es gibt viele, die wissen das gar nicht. Boah, jetzt wird's hier wieder voll. Ich hab. Sehr gut. So. Man sieht Balkan. Da hat man wieder eine Grenze überschritten.
So. Silistre, Russe. Silistre geht's daran. Willkommen in Bulgarien, sage ich dann, ne? Willkommen in Bulgarien. So, da schauen wir mal das von hier an. Ist auch nochmal hier die Grenze. Ja, ist mir jetzt auch Latte, wenn er jetzt hier... Mein Recht. Es ist mein Recht. So. Da wären wir in Bulgarien. So, da ist... Du hast jetzt mal ein entspanntes Fahren, ne? Man hört aber auch nicht viel, oder? Habe ich das ausgestellt? Muss ich selber mal gleich gucken. Ob das von meiner Seite, ob ich jetzt irgendwie die... Schaue ich demnächst mal nach und dann benachrichtige ich euch nochmal. Vielleicht danach korrigiere es nochmal. So. Man hört von außen gar nichts. Und jetzt ist die Straßen plötzlich so leer oder was? Das ist ungewöhnlich. Boah. Das sieht so schön aus. Wo geht's jetzt hier lang? Wunderschön, ne? Einmal mit 80 durchgebrettert. So machen wir das. So, immer so weiter. Da unten ist eine Strecke. Genau, eine Kreuzung. Aber wir müssen geradeaus fahren. So. Genau so und nicht andersrum. Genau dazu. Velike Tarnovo. Tarnovo, da müssen wir hin. Da geht's hin für uns. Und jetzt verlassen wir die Stadt Russe oder Russe. Na, man sieht wirklich keine Autobahnen. Das sind so sogenannte Landstraßen, die jetzt hier nur halt erweitert wurden. Die kennen wir ja, auch hier in Deutschland. Und jetzt wird es wieder eng. Du willst natürlich dann hier rein. Das habe ich mir gedacht. Und hier haben wir einen netten Radar. Eine Radarfalle haben sie aufgestellt. Frech. Frech, frech. Ah. Wunderschön. Das fühlt sich an wie Balkan hier. Kleine Dörfchen. Richtig schön. Seht ihr das da hinten? Das ist ein kleines Örtchen, ne? Auch vielleicht eine kleine Stadt. Da sehen wir es nochmal von da. Wunderschön gemacht. Wirklich klasse. Da gibt es auch nochmal gleich einen Aussichtspunkt. Sehe ich gerade laut meinem Navi. Ach so. Das war nicht die Idee. Das war nicht das, was ich wollte. Da hat sich gleich hinter mir auch eine große Kolonne gebildet. Das gibt's doch nicht.
Das gibt's doch nicht. Velike Tarnovo soll die Stadt heißen. Velike Tarnovo. Da wären wir auch schon. Da ist eine... Sehe ich das falsch? Schaut euch das mal an. Velike Tarnovo. Wie schön. Ja, ist mir egal. Jetzt wartet ihr. Sollt ihr euch mal zeigen. Das ist ja klasse. So, wir sind auch gleich da. Gleich ist es auch dann... vollbracht. Ich bin, wie gesagt, nur ein bisschen... ich hoffe... Ja... Es ist nicht allzu langweilig geworden. Boah, da fährt er, geht einmal unter dem Fluss. Wunderschön, wirklich klasse. Ja, das passiert dann mal. Hier raus. Ja. Hier raus. Hier einmal ausfahren. Willkommen, Veliko. Ach, Veliko Tarnovo heißt die Stadt. Oder nicht Velike Tarnovo, sondern Veliko Tarnovo. Na denn. Ah, da sieht man wieder hier diese Blockhäuser, ne? Diese Blockhäuser, so. Hier muss ich abbiegen. Oder auch nicht. Sechs Kilometer noch. Machen. Kann man machen. Was? Hier ist die Strecke und hier ist die Stadt Veliko und hier hat man noch einen Fluss. Ist das ein Fluss? Ich denke, oder? Ist bestimmt ein Fluss. So, hier einmal abbiegen. Das war mal ein Ding. Das war mal ein Ding. Frech von mir, wie ich da abgebogen bin. So. Ja, das ist typisch hier in diesem Land. Dass man einfach mal die Vorfahrt des anderen wegnimmt, dir. Das kennt man. Das kennt man, leider. Woher ich es kenne. Kann ich mal an einem anderen Tag mal beantworten. Danach kriegt ihr die Antwort, woher ich es kenne. So. Da haben wir's. So. Da haben wir's geschafft, ne? So, liebe Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und wünsche euch erstmal alles Gute. Dann sehen wir uns zum nächsten Video. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert das Video. Und lasst gerne auch ein Abo da. Dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.